Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, das ist das erste richtige Video hier in der neuen Wohnung. Ich war in den letzten Wochen, beziehungsweise eigentlich nur in der letzten Woche, so ein bisschen shoppen. Hier schon mal ein paar Tüten. Und ich habe unter anderem auch was bei ASOS bestellt. Und das wollte ich euch heute alles mal zeigen. Also so ein Frühlingshaul. Ich war nämlich irgendwie voll gespannt, was jetzt so in den Läden im Trend ist und welche Farben. Und freue mich mega auf den Frühling. Jetzt ist ja schon Frühling. Und genau, ich bin auch irgendwie voll gehypt, weil ich eben meine erste Hausarbeit an der Uni abgegeben habe und ich bin voll aufgeregt und gespannt auf das Ergebnis. Das dauert jetzt aber so ein paar Wochen. Genau, und jetzt zurück zum Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Also, wir fangen mal an mit ASOS. Da habe ich hier ein Paket. Das werde ich jetzt gleich mal aufmachen. Unter anderem ist da eine Mom-Jeans drin und ich bin richtig gespannt, wie die sitzen würde. Ich suche schon nach längerem nach einer passenden Mom-Jeans für mich, weil ich den Schnitt irgendwie total cool finde. Und ja, ich bin auf jeden Fall echt ziemlich gespannt. Und noch irgendwas anderes hatte ich mir bestellt, ein Pulli oder so. Ich weiß es schon echt gar nicht mehr. So, ich musste mich jetzt mal ein bisschen anders hinsetzen. Meine Unterschenkel tun irgendwie total weh. Jetzt sitze ich wahrscheinlich ein bisschen weiter unten, aber ist ja nicht schlimm. Genau, also das eine ist die Mom Jeans hier. Das ist so eine schwarze, weil alle anderen waren irgendwie ausverkauft in meiner Größe. Ich wollte eigentlich eine Jeansfarbene, aber das gab es leider nicht mehr. Und dann habe ich hier auch noch einen Pullover bestellt. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, warum ich einen Pullover bestellt habe. Ich meine, jetzt haben wir Frühling. Aber die Farbe passt natürlich in den Frühling, wobei ich eigentlich immer weiß bzw. beige trage. Genau, ich packe die Sachen dann jetzt mal aus und zeige die dann auch noch angezogen. Also es wird auf jeden Fall ein Try-on-Haul. Ja, ich würde sagen, wir fangen... Ich kann ja beides einfach zusammen anziehen. Das ist ja gar kein Thema. So, fangen wir mal an mit der Jeans. Das ist diese hier. Die riecht etwas eklig, aber die ist halt so ein bisschen ja, verwaschen, würde ich sagen. Und... geht dann hier ganz straight runter. Es ist eigentlich so eine straight leg Jeans, aber ich meine, hier steht auch Mom Jeans. ASOS Denim und genau, ich bin mal gespannt, ob die mir passt. Ich weiß natürlich irgendwie nicht so genau im Internet, was ich denn für eine Größe bestellen soll. Außerdem habe ich noch nie bei ASOS, bei der Eigenmarke, irgendwie eine Hose bestellt. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. So, und dann zu dem Pullover. Muss ich auch nochmal eben auspacken. Das ist auf jeden Fall so ein Strickpulli. Ah ja, ich erinnere mich. Genau, das ist der hier. Der hat da oben auch noch so einen kleinen, leichten Rollkragenansatz. Ich habe mich da übrigens geschnitten. Ach, das sieht man, glaube ich, gar nicht. Genau, und der hat hier nämlich so Glockenärmel. Fand ich voll schön. Also... so sieht der aus. Den finde ich echt cool. Bin ich auch mal gespannt, wie der so fällt. Und welche Größe ist das überhaupt? Ich glaube irgendwie 34 oder so. So, ich habe beide Sachen jetzt zum ersten Mal an. Also nicht ihr, sondern auch ich sehe die zum ersten Mal angezogen. Und ja, also der erste Eindruck ist ganz gut. Vor allem der Pullover gefällt mir. Also der, ich weiß nicht, ob der ein bisschen kratzig sogar ist. Also es geht eigentlich noch vom Gefühl her. Ich finde das halt mit den Ärmeln mega, mega cool. Gefällt mir voll gut. Und ja, die Hose finde ich eigentlich auch cool, glaube ich. Also die ist halt auch ziemlich hochgeschnitten. Das gefällt mir. Und ja, also ich würde die auf jeden Fall unten einmal umkrempeln, weil sonst sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Genau, also das ist die Hose. Ich kann die auch gleich nochmal die Kamera in die Hand nehmen. Dann könnt ihr auch die Länge ein bisschen besser sehen. Genau, also das hier ist die Hose. Und wie gesagt, ich habe die da unten jetzt einmal umgekrempelt, weil die so ein bisschen komisch da unten saß, also nicht so eng und so. Und so finde ich die eigentlich echt cool, muss ich sagen. So, dann habe ich mir bei Zara was total Schönes und Cooles meiner Meinung nach gekauft. Hatte es auch schon im Schrank hängen. Das ist ein Kleid und das ist ungefähr die Farbe von meinem Pullover, also auch so ein schönes Rosa. Und genau, das ist halt so ein etwas kürzeres Kleid und ich finde, das ist mega, mega schön. Hier oben hat das, ja, so, wie nennt man das? Also so Blumenapplikation oder so, keine Ahnung. Und hier auch nochmal. Und hier ist es dann halt so ein bisschen durchsichtig und das ist so schön. So mal ein bisschen von weiter weg, so sieht es aus. Und das hat 29,95 € gekostet. Also ich finde, es geht auch vom Preis her. Und
Ja, das hatte ich auch schon an. Also es sitzt echt gut, sonst hätte ich es ja auch nicht gekauft. Und ja, das finde ich richtig cool und ich freue mich voll, das zu tragen. Ich liebe diese Farbe einfach. So, dann machen wir weiter mit Hollister. Da hatten wir ein paar Sachen bestellt. Ich habe zwei Sachen auch schon in einem Vlog gezeigt. Einmal ist das dieser Rock hier. Ja, der ist halt so rosa, schwarz kariert und der hat hier auch so einen Knopf und den macht man hier mit Reißverschluss auf bzw. zu. Der hat 45 Euro gekostet, also relativ teuer. Aber ich finde den echt mega, mega schön. Und ich wollte den halt eigentlich ein bisschen weiter oben tragen, also so high-waist, aber der ist dafür ein bisschen zu locker. Aber trotzdem, ich mag den echt gerne. Ihr seht den ja auch jetzt gleich angezogen. Und dann noch eine Sache, die habe ich auch noch gar nicht richtig ausgepackt. Das ist eine weiße Strickjacke. Genau, also das ist diese Strickjacke hier. Die ist ein bisschen kürzer geschnitten und eben auch so gestrickt. Die hat auch 45 Euro gekostet und ich glaube, zusammen sieht das auch mega cool aus. Dann irgendwie mit so einem schwarzen oder rosanen Oberteil oder auch einer weißen Bluse. Kann ich mir voll gut vorstellen. Und das letzte von Hollister bzw. Gilly Hicks. Es hat nämlich im Rhein Center jetzt auch so einen Gilly Hicks Store neben dem Hollister Laden geöffnet. Und da habe ich mir eine Jogginghose gekauft. Die hat 35 Euro gekostet. Die ist auch rosa. Irgendwie ist dieser ganze Hall nur rosa, habe ich das Gefühl. Genau, die ist mega cool. Genau, also so sieht die aus. Hier unten steht dann nochmal Gilly Hicks. Und die wird unten auch wieder enger. Also die ist nicht locker unten. Das war mir persönlich ganz wichtig. Ich mag das nicht, wenn die Hosen dann da unten so locker sind irgendwie am Knöchel. Und ja, die finde ich auch extrem, extrem cool. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Sache. Irgendwie sind es doch nicht so viele Teile, wie ich dachte. Oder ich habe einfach nicht so lange drüber geredet. Egal. Ich war mit meiner Freundin in Düsseldorf und da gibt es auch Subdued. Die Tüte ist ja mal so süß. Also man denkt auch, da ist irgendwie nur Schmuck drin. Aber nein, es ist ein Crop Top. Und ich finde diese Farbe einfach so schön, dieses Babyblau. Das ist blau-weiß gestreift. Und das hat, glaube ich, genau 15 Euro gekostet. Ja, 15 Euro. Und ich finde es so süß. Also es ist halt relativ kurz geschnitten tatsächlich. Ich hatte das auch schon anprobiert dort. Und ja, also es sieht ziemlich klein aus, aber das haben ja Crop Tops auch so an sich. Und ich finde es wirklich richtig schön. Und ich mag einfach diese hellen Pastelltöne richtig gerne, dieses Rosa und Blau und so. Und das kann ich mir im Frühling auch richtig gut vorstellen. Mit so einer Jeans, da hätte ich halt eine jeansfarbene Mom Jeans voll cool zugefunden. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Genau, und das waren jetzt auch schon alle Teile, die ich gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Dinge, die ich gekauft habe, haben euch gefallen. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!